Was geht hier vor? Der Wald. Ich spüre seine Gegenwart. Sie verabschieden sich von dir. Ah, mein Wald. Wafail, Gwynblade. Lebt wohl. Geralt, wo hast du gesteckt? Dieser Königsmörder, verdammt, um Haaresbreite. Er ist entkommen? Hat sich nach Edirn teleportiert. Teleportiert? Wie das? Er hatte Triss, hat sie gezwungen, ein Portal zu öffnen. Du Scheiße. Rosh sucht dich. Wir laufen aus. Er hat etwas herausgekriegt. Die Skoyatel haben ebenfalls irgendwas Großes vor. Okay, was hat Rosh vor? Was haben die Skoyatel vor? Das war eben gerade wirklich sehr schön inszeniert. Wollte ich angemerkt haben. Leider ist er von uns gegangen, aber wir haben eine Mission. Was hat Rosh vor? Er hat über Loredo gewettert, also geht es wohl um den. Muss wichtig sein. Und die Skoyatel? Was wollen die Skoyatel? Die haben die Barke im Visier und dafür brauchen sie dich. Seit wann hältst du es mit den Skoyatel? Darum geht's doch gar nicht. Sie wollen die Gefangenen nach Drakenborg verschleppen. Das ist ein besonderer Kerker für Anderlinge. Ein ekelhaftes Denkmal menschlichen Hasses. Okay. Ich rede mit ihnen. Vielleicht erweisen sich Rosh oder die Skoyatel ausnahmsweise mal als nützlich. Wir müssen es also in die eigene Hand nehmen. Triff dich mit den Elfenruinen. Achso, bei den Elfenruinen mit Yorveth. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Wettlauf mit der Zeit haben wir abgeschlossen. Am Scheideweg, Vern und Rosh. Sprich mit Vern und Rosh in seinem Quartier. Am Scheideweg, Skoyatel, trifft dich bei den Elfenruinen mit Yorveth. Jetzt ist die Frage, können wir beides machen oder müssen wir uns hier entscheiden? Geralt befand sich am Scheideweg. Er musste Triss Merigold retten, doch alleine würde er das nicht schaffen. Er wusste, dass der Beistand benötigte und kam zu dem Schluss, dass er entweder Yorveth oder Vern und Rosh um Hilfe bitten konnte. Die Zusammenarbeit mit einem der beiden würde ein gutes Verhältnis zum anderen natürlich jeweils unmöglich machen. Geralt musste sich entscheiden. Für Yorveth? Tat ich schon kund und zu wissen, dass Geralt eine Flasche ist, wenn es darum geht, Entscheidungen abzuwägen? Verpreschen ohne Nachdenken und ohne Vor- oder Rücksicht, darin ist er gut. Immerhin besitzt er genügend Verstand, sich in besonders heiklen Fällen mit seinen Freunden zu besprechen. Nach der Flucht des Königsmörders redete ich mit ihm und auch wenn die Entscheidung bei ihm lag, konnte ich noch einiges klarstellen, wie ich denke. Um Triss zu finden, brauchte Geralt entweder Hilfe von Vern und Rosh oder Hilfe von Yorveth. Er musste eine Wahl treffen. Hatte er sich nur für Rosh entschieden? Dann noch wiederkehrende Erinnerungen und die Königsmörder, was ja quasi die Hauptmission ist, weil wir ihn verfolgen. Wenn ich ehrlich bin, wüsste ich prinzipiell nicht, wem ich mehr vertrauen soll, also Vern und Rosh, also den Menschen oder den Skoyatel. Wenn ich ehrlich bin, vertraue ich den Menschen etwas mehr als den Skoyatel, denn die Skoyatel, die ja zumindest früher quasi für die Anderlinge und für Gleichberechtigung quasi gekämpft haben, aber im Endeffekt zu, nun ja, Terroristen wurden, wenn man so will. Also mit den neuen Wegen der Skoyatel, da stimme ich auf jeden Fall nicht überein. Aber wenn ich ehrlich bin, es wäre schon sehr interessant, sich Yorveth anzuschließen. Also es gibt hier kein richtig oder falsch. Also ich kann mich ja nur entscheiden, beziehungsweise was ich für richtig halte. Ach genau, hier war ja die Höhle. Von dem her trifft sich bei den Elfenruinen mit Yorveth. Wenn ich ehrlich bin,
machen wir uns einfach mal auf den Weg. Und zwar... Ach, okay, das ist sogar hier. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir sehr unsicher. Beide Möglichkeiten sind nicht optimal. Das ist eben ein Dilemma, dass wir jetzt diese beiden Möglichkeiten haben. Und die beide Möglichkeit schließt eben die andere aus. Ach man. Ja, das ist schon eine prekäre Situation, in der wir uns hier befinden. Und ehrlich gesagt gefällt mir beides nicht wirklich. Jorvet wartet auf dich, Deune. Ich bin ein Hexer. Die sagen nicht sehr viel. Zoltan. Wo ist er? In Edirne. Er hat Triss zum Teleport gezwungen. Oh, verdammt! Edirne Skoyatel werden für meine Dummheit blutig bezahlen müssen. Elias, Abteilung Abmarsch bereit machen. Sofort aufbrechen. Das sind noch zwei Tagesmärsche. In der Stadt hat es ein Pogrom gegeben. Was ist denn da in der Niedermark? Warum Ober-Edirne? Das Pontartal ist ein saftiger Happen, auf den sie sich wie die Hunde stürzen. Und die Skoyatel beißen am wildesten zu. Es ist unser Land. Seit ewigen Zeiten. Ich bin kein Bandit, Gwynblade, sondern Anführer einer Armee. Wenn du das sagst... Du sagtest, du willst nach Vergen. Stimmt. Was suchst du in einer Zwergenstadt? Henselt und seine Armee lagern am rechten Ufer des Ponta. Die Jungfrau sammelt Verstärkung, um Edirne zu verteidigen. Eine Zauberin hilft ihr. Welche Zauberin? Philippa Eilhardt. Was will eine redanische Zauberin in Edirne? Nur sie selbst kann ihre Pläne enthüllen. Verstehe. Willst du etwa König werden? Du willst ein Elfenreich gründen? Das gibt es schon. Es heißt Dol Blatana. Regiert von Francesca Findaber. Regiert? Verwaltet im Sinne Nilfgaards. Hier geht es um ein wirklich freies Reich. Mit Elfen in den Wirtshäusern der Menschen und Menschen ohne Angst im Wald. Das wäre schön. Habe ich soeben die Ehre mit König Jorvet dem Ersten in Spe? Nein. Ich sagte dir bereits, dass ich ein Haupt kenne, das für die Krone taugt. Man muss sie ihm nur noch aufsetzen. Auf wessen Schultern sitzt denn dieses Haupt? Auf jemandes, der für Anstand, Aufrichtigkeit und Ehre steht. Der sich nicht für ein paar Orens an Nilfgaard verschachert. Sie heißt Saskia. Ihr seid verlobt? Spar dir den Spott, Gwynblade. Du sprichst von ihr, als wäre sie für dich nicht nur eine Frau, auf deren Kopf eine Krone passt. Du denkst anders, wenn du sie getroffen hast. Bald spricht die ganze Welt von der Jungfrau von Edirne und ihrer unerhörten Tapferkeit. Und worin zeigt sich diese unerhörte Tapferkeit? Sie hat einen Drachen bezwungen. Und was erwartet der Anführer der Armee von mir? Zieh zusammen mit mir nach Edirne. Vielleicht findest du dort eine Zauberin. Auf jeden Fall lernst du jemanden kennen, der in Kürze das Kräfteverhältnis im Norden verändert. Verstehe. Es hat ein Pogrom in Flotsam gegeben. In den Gassen steht das Blut deiner Brüder. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Du glaubst doch nicht, dass ich mit dir auf Menschenjagd gehe. Die Verantwortlichen sollen büßen. Aber nicht jetzt. Unser Ziel ist jetzt Ober-Edirne. Okay. Das sind zwei Tagesmärsche. Das schaffst du nicht. Doch. Wie das? Entscheide dich zuerst, ob du uns hilfst. Okay. Ich bin dabei. Erzähl mir genauer, worum es geht. Ich habe vorhin noch was zu tun. Ich frage mich gerade, könnten wir uns dann noch einmal mit Vernon Roche unterhalten? Und seine Perspektive anhören? Wenn ich mich entscheiden soll, muss ich mehr erfahren. Nein, Fatgern.
Du hast mir bei Leto geholfen, nur deshalb reden wir überhaupt miteinander. Diesen Hundesohn wollen wir alle beide. Deswegen habe ich aber nicht vergessen, in wessen Gesellschaft du hier gelandet bist. Entscheide dich. Lehnst du ab, lasse ich dich gehen. Später ist das nicht mehr möglich. Okay. Ich kann euch helfen, aber ich habe noch etwas zu erledigen. Dann beeil dich. Ich warte. Okay, wenn ich ehrlich bin, würde ich mich noch gerne mit Vernon Roche unterhalten. Einfach, dass wir mal den Dialog geführt haben. Die Konversation. Und dann müssen wir uns wohl oder übel entscheiden. So, Scheideweg, Vernon Roche. Genau. Und zwar liegt er mitten in der Örtlichkeit. Das ist jetzt natürlich wieder ein Fußmarsch. Entschuldigt die Verzögerung, aber ich würde mir gerne mal seine Perspektive anhören. Wie gesagt, ich würde am liebsten wieder neutral bleiben, was hier nicht direkt möglich ist. Ich meine, in Witcher 1 hatten wir ja 3 mögliche Enden. Okay, diesen Weg hier müssen wir entlang gehen. Und ich wollte ja ursprünglich das neutrale Ende erreichen in Witcher 1, aber das habe ich leider nicht hinbekommen. Und daher haben wir uns im Endeffekt den Underling angeschlossen. War in meinen Augen suboptimal, aber die Scoia'tael konnte ich zumindest noch im ersten Teil sehr gut verstehen. Die Ziele. Aber die scheinen schon sehr radikal geworden zu sein. Radikalisiert quasi. Ich glaube, hier hatten wir noch ein Tor. Aber hier müssen wir uns entscheiden. Ich weiß auch nicht, welche Auswirkungen es hatte, dass wir Jorvet das Schwert gegeben haben. Während dem Hinterhalt. War das hier? Ja. Okay. Wir treten ein. Aber sehr interessant. Diese Entwicklungen. Guten Tag, die Herren. Schön, dass sie hier einfach ein Schläfchen halten. Okay. Ja, wieder alles friedlich hier. Nach dem Pogrom. Handwerkerviertel. Ein Häppchen zu essen? Nein, danke. Und zwar ist er in dem Gebäude, ja. Ah ja, er wartet schon auf uns. Achso, Moment. Der Mensch, den wir suchen, ist viel gefährlicher als die Scoia'tael. Das muss er sein. Hätte er sonst Geralt von Riva überwältigt? Das war nicht der erste Anschlag auf Foltest. Einen Mörder habe ich erwischt, aber von denen sind mehr unterwegs. Wenn einer Mist baut, dann bestimmt nicht ich. Ich bin Soldat, weil ich mich dafür eigne. Hast du nie von einem anderen Leben geträumt? Zeisig, unser Schütze, hat es mal mit der Landwirtschaft versucht. Vergebens. Aber den Bolzen platziert er mir zwischen die Augen aus 80 Schritt Entfernung. 100 Schritt. Ich habe genäht, gekocht, in einer Kaschemme bedient, süß lächelnd wie ein Püppchen. Wohlgefühlt habe ich mich dabei nicht. Verstehe. Na schön. Ich meine, in The Witcher 1 hatten wir am Ende noch eine Sequenz, die quasi schon auf die Assassinen hingewiesen hat, also auf den zweiten Teil, ganz am Ende nach den Credits. Roche, die Sache hat sich verkompliziert. Alle Teufel, was hattest du bei den Scoia'tael zu schaffen? Du hast Jorvet das Schwert zugeworfen. Du bist mir gefolgt? Für wen hältst du mich, Geralt? Ich hab doch meine Leute. Wes in diesem Fall. Du vertraust mir nicht. Jorvet kann uns helfen. Jorvet weiß viel über den Königsmörder. Und sie stehen nicht mehr auf derselben Seite. Wir könnten zu ihm gelangen. Die einzige Reise, die ich mit Jorvet unternehme, führt zum Schafott auf dem Markt von Vysima. Der Königsmörder hat Triss gezwungen, sie beide nach Vergen in Edirne zu teleportieren. Verdammt, der verarscht uns. Na schön, wollen mal sehen, wer hier wen dran kriegt. Das Pogrom.
Flotsam steht in Flammen. Wie konnte das passieren? Als West eine Verabredung mit Jorvet meldete, befahl ich Loredo, uns zu unterstützen. Sie sollten auf das Signal warten, aber diese Kasper von Armbrustschützen konnten die Pfoten nicht lang genug stillhalten. So viel zum Überraschungsmoment. Es war höllisch, wir sind kaum lebendig davongekommen. Viele Verwundete. Und Loredos Leute. Bald wusste die ganze Faktorei, dass da ein Dutzend Soldaten auf der Strecke geblieben war. Zwei Soldatenväter ließen darauf ihre Wut an einem Elfenmädchen aus. Und den Rest kennst du. Oh, Herr Jemine. Ich höre, du hast Neuigkeiten für mich? Loredo paktiert mit Kedwin. Der Kaufmann da bei ihm ist Hensels Agent. Unser edler Kommandant hat sich kaufen lassen. Und der Armee von Kedwin Unterstützung im Konfliktfall zugesagt. Und weiter? Ich greife mir diesen Spion und presse ihn aus. Und Loredo ist des Todes. Roche, wir müssen nach Edern. Nein, ich lauf nicht vorher aus. Vielleicht weiß der Spion was über die Königsmorde. Wird mich nicht wundern, wenn Hänselt hinter all dem steckt. Wir sehen uns später. Verdammt, Geralt. Das ist doch kein Stelldichein, das man verschieben kann. Keine Verabredung. Okay, Leute. Jetzt muss ich mich entscheiden. Vernon Roche oder Jorvet. Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte schon antizipiert, dass es dazu kommen wird. Und ich glaube, ihr wisst schon, wofür ich mich entschieden habe. Beziehungsweise habt ihr vielleicht schon eine Vorahnung. Ich glaube, ich sollte... Ja, wir können wahrscheinlich auch hier entlang gehen. Ich nehme an, die meisten werden schon wissen, wofür ich mich entscheiden werde. Und wie gesagt, hier gibt es kein richtig oder falsch. Hier muss ich einfach mal mich entscheiden. Und meine oder Geralts Priorität ist es nun mal ganz klar, Triss zu retten. Oder ihr zu helfen. Ich meine, Triss kann auch auf sich selbst aufpassen, ohne Frage. Das würde ich ihr niemals unterstellen, dass sie das nicht kann. Aber wir wollen ihr natürlich trotzdem helfen und wir wollen den Königsmörder stellen. Das heißt, wir müssen in diese Richtung hier. Nee, so, okay. Karte. Genau. Hier müssen wir nochmal abbiegen. Aber eine wirklich fantastische Welt, muss man sagen. Also fantastisch im Sinne von Fantasie, unglaublich, ihr wisst schon. Im doppelten Sinne. Ach ja. Gut, dann bin ich mal gespannt. Kommen wir hier noch weiter? Ja. Genau. Hier ist dieser kleine, naja, Teich. Oder ein etwas größerer Teich, ein kleiner See. Ah, ja, so viel dazu. Wer stellt denn immer wieder die Fallen hier neu auf? Oder sind das wirklich die Fallen, die hier schon dauerhaft stehen? Man weiß es nicht. Ich frage mich, ob sich der Troll um die Brücke gekümmert hat. Also um die andere, um die kleine. Okay, ab nach oben. Ja. Hier wurde auch nochmal gespeichert. Und hier wären wir wieder bei den Skoyatel. Jorvet wartet auf dich, Deune. Und wie gesagt, ich muss mich entscheiden. Sprich mit Jorvet. Hast du dich entschieden? Ja, ich helfe euch. Zusammen kriegen wir Leto. Sehr gut. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir holen uns die Gefangenenbarke. Mit einer Handvoll Elfen willst du ein Schiff entern, in einer Stadt, die gerade ein Pogrom veranstaltet hat? Ich habe mich geirrt. Du bist nicht anmaßend, sondern schlicht verrückt. Das hat meine Mutter auch gesagt. Ja. Toll. Na schön. Das heißt, wir haben uns jetzt entschieden. Geht zu dem Treffen mit den Skoyatel. Schwimmendes Gefängnis. Okay, ich glaube, ich weiß schon, wo wir
hin müssen. Wir müssen einfach auf diesen Weg gehen. Okay. Schön, dass die einfach weglaufen. Immer diese Fußmarsche, die wir hier absolvieren müssen. Perpedes, aber ist sicherlich gut für die Beinmuskulatur. Ohne Frage. Geht zu den Treffen mit den Skoyatel. Na schön. Ich meine, der Wald hier wirkt so friedlich, aber er verbirgt einige Monstren. So, kann ich jetzt einfach hier entlang laufen? Ja, diesen Weg hier. Okay. Mal sehen, was Robert vorhat. Der Verrückte. Also, wie gesagt, ich hab wirklich noch keine Ahnung, wie das Ganze hier ausgeht. Wir haben aber noch einiges vor uns. Da sind die Skoyatel. Da bin ich. Na endlich. In der Faktorei ist die Hölle los. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Wir betreten die Stadt gar nicht. Wir trennen uns. Greif du von der Anlegestelle aus an. Nimm unseren besten Speer mit. Ich fahre mit den anderen über den Fluss. Die meisten Wachen dürften sich in der Faktorei aufhalten. Das Pogrom passt uns also gut in den Kram? So ist das nicht gemeint. Natürlich nicht. Greifen wir lieber zu einer List. Oh. An der Anlegestelle kann es brenzlig werden. Dachtest du, wir machen einen Spaziergang? Darum geht es nicht. Greifen wir besser zu einer List, wie bei Leto. Am Anleger gibt es keine Unterstützung. Aber dafür halten uns die Wächter nicht auf. Und auf der Barke haben wir nur eine Handvoll gegen uns. Gut, die sind tot, bevor sie ihre Schwerter ziehen können. Dann geben wir den anderen ein Signal. Diesmal entkommt uns keiner. Einverstanden, so machen wir es. Skoyatel! Evelien! Freiheit! Freiheit! Mir nach! Schwimmen das Gefängnis. Bringen Jorbert zur Gefängnisbarke. Rittersporn haben wir hier. Soltan auch. Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Oh Mann. Okay. Können wir ihm einfach folgen? Da sind wir. Wir müssen durchs Tor. Nichts leichter als das. Wie? Ach nichts, Deune. Führ mich. Ach so. Den alten Trick, die alte List, die wir schon eingesetzt haben, ich verstehe. Wir haben also einen vermeintlich Gefangenen. Halt! Wer da? Der Hexer. Mit einem Gefangenen. Und was für einem? Loredo wird sich vor Freude bepinkeln. Er hat mir befohlen, ihn auf die Barke zu bringen. Und wir wollten das Geschmeiß schon ertränken. Hier? Nein. Sollen die Kadaver uns vielleicht vergiften? Flussabwärts natürlich. Na los. Wir haben Jorvet. Tor zu! Kein Mauseschwanz soll mehr durchkommen. Weißt du, was komisch ist, Gwynblade? Na? Ich habe den Dornen das Leben zur Hölle gemacht, war aber noch nie hier. Wie gefällt dir die andere Seite der Medaille? Die sehen mich auch zum ersten Mal. Sehen nicht aus, als würde ihr Gewissen sie plagen. Sollte es das denn? Wohl nicht. Sie wollen mich sterben sehen. Ich will sie sterben sehen. So ist das eben auf dieser Welt. Die andere Seite der Medaille haben sich die Philosophen in Ochsenfurt ausgedacht. Die kennen Orte wie Flotsam nicht. Heute stirbt keiner. Abgesehen von den Söldnern des Kommandanten. Die List hat wohl funktioniert. Halt! Wohin willst du mit dem Elf? Das ist Jorvet. Loredo hat befohlen, ihn auf die Gefängnisbarke zu bringen. Meiner treu. Jorvet höchst selbst. Diese Wanze hat mein Bruder auf dem Gewissen. Ich würde mich gern mal eben mit ihm unterhalten. Ha. Dafür ist keine Zeit. Ach, und wieso nicht?
Mein Befehl lautet, ihn auf die Barke zu bringen. Und du bist wer? Ein Elfenliebchen? Na, oh, natürlich. Also gut, dann schlag ihn. Loredo hasst es, wenn man seine Befehle nicht befolgt. Laut Loredo darf niemand mich aufhalten. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Natürlich nicht. Okay. Diese kleine Däune hier. Solche töte ich am liebsten. Das ist wie Unkraut jäten. Ein schlichtes Danke hätte auch getan. Du bist doch mein Held. Ich weiß nicht, ich werde nicht ganz schlau aus ihm. Aber der Plan hat funktioniert. Peter, wohin? Ich bringe Jorvet auf die Barke. Befehl von Loredo. In Ordnung. Und jeder glaubt uns. Anscheinend funktioniert es. Sehr interessant. Aber auch sehr interessant, wie der inszeniert, wie wir ihn quasi durch die ganze Stadt führen und die ganze Bevölkerung auf ihn hinabblickt. Da wären wir. Mit den restlichen Gefangenen. Das ist ganz schön brisant, worauf wir uns hier einlassen. Ich die linke Seite, du die rechte. Das hat gesessen. Oh, okay. Na, komm schon. Hohoho. Freunde. Okay, ich weich mal eine Runde aus. Das sind nicht gerade wenige. Besiege die Wachen. Jawohl. Schön. Okay. Die sollten wir... Ja, ich wollte gerade sagen, die sollten wir hinbekommen. Oh, das hat nicht gesessen. Ich muss einen kurzen Moment warten. Ah, Ich hab so wenig Leben gerade. So, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Achtung. Okay, der Große greift mich hier auch an. Nein, 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 nein. Wegrollen, wegrollen, wegrollen. Das war knapp. Okay. Den haben wir. Den haben wir. Und der Letzte. Aufpassen. Okay, ich habe gerade etwas Bange gehabt. Na los. Jetzt gehen wir um den Rest. Wupp, 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 wupp. Den haben wir.